Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen, beziehungsweise Odin war shoppen, je nachdem, wie man dazu sagen will. Nicht alles, was hier steht, ist für Odin war einkaufen, weil das große hier unten drunter, das ist von Devolo, da kommt dann später noch ein Video. Aber hier habe ich nur ein bisschen was und das kleine hier auch nicht. Da habe ich ein Spiel getauscht, das geht jetzt morgen weg. Aber wir fangen erstmal mit dem Karton an. Oder fangen wir erstmal damit an. Ich habe für meine Freundin gekauft Kekerle-Hausschuhe. Seht ihr die? Die sind echt süß, richtig warm, flauschig. Also da hat sie wirklich warme Beine drin, weil sie hatte mal so Eisbeine. Für, die sind auch anti-Rutsch. Ja, seht ihr das? Ist hier unten auch nur so ein Stoff, also für draußen nicht, aber für zu Hause okay. Was hat bezahlt? 7,99 Euro oder so? Oder 7,50 Euro, 49? Ich weiß es nicht. Ich mache euch die Links, mache ich euch dazu in die Videobeschreibung. Jedenfalls sind sie echt süß, sind richtig dick, flauschig und gefüttert, sind toll. Dann habe ich für mich, habe ich eine Uhr geholt. Da habe ich bezahlt 21,99, glaube ich. 21,99 habe ich bezahlt. Ja, also die ist wirklich sehr schwer. Was ich vorhin geil finde mit diesem Batman-Zeichen. Nochmal Batman. Ja. Und wenn man jetzt hier ruft drückt, hoppala, da wird die digitale Uhr auch angezeigt und man hat ein Datum und was haben wir hier, Uhr. Ich habe die auch sehr schnell, sehr gut eingestellt bekommen. Sekunden haben wir hier auch noch. 24.01. Hier ist Datum. Was ist das? 15.30 ist der Wecker, den habe ich aber ausgeschalten. Ja, das soll für Dienstag stehen. Ja. Die habe ich mir gekauft und die hat ein schönes Lederband. Könnt ihr das sehen? Schön starr. Die ist sehr schwer, also für dünne Ärmchen nicht geeignet. Ich dachte, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Anzug anziehe oder wenn ich dann mit Frau ich immer weg bin, ich mache die jetzt mal nur so, dann kommt die doch so ein dickerer Klopper, ein bisschen besser bei meinen dicken Pfoten zur Geltung als so eine dünne grazile Uhr. Deswegen habe ich mir die gekauft und der Preis war okay, 21 noch was. Ich war erst am überlegen, die hat noch eine silberne da. Aber mir hat diese Zusammenspiel aus dem braunen Lederband, also nicht alles Metall, nur oben eine Mitte Metall, Leder und dann halt vor allen Dingen schwarz und silber, also geile Kombi. Da haben wir hier auch noch so eine Anleitung mit bei gehabt, in Englisch und in Deutsch. Super erklärt, in wenigen Schritten hat man da seine Uhr komplett eingestellt. Ich habe echt nicht lange gebraucht, ich war sehr zufrieden. Und dann kommt sie in so einem schönen Pappcase, kommt sie zu euch. So, dann haben wir das auch gemacht. Achso, dann machen wir mal die kleine Päckchen hier zuerst. Ich habe ja hier noch ein paar kleine Sachen. Dann habe ich mir einen Zauberwürfel geholt. Ich hatte früher schon mal bei meinen Eltern damals einen Zauberwürfel. Und den habe ich eigentlich auch damals, wo ich ausgezogen bin, mitgenommen. Das ist aber jetzt auch schon wieder 17 Jahre her. Und ich bin in der Zeit ein paar Mal umgezogen und mein Zauberwürfel ist weg. Ja, und da hatten sie den bei Amazon, den habe ich durch einen dummen Zufall eigentlich eher nur gefunden, weil er mir unten angezeigt wurde, jemand, der das gekauft hat, hat auch das gekauft. Ich weiß ja nicht, bei welcher Bestellung das war. Ich glaube für die Trinkflaschen, da kommen wir nachher noch hin. Und war nicht so teuer und da habe ich gedacht, na greifst du zu. Und das Geilste daran ist, das habe ich aber in der Beschreibung gar nicht gelesen, ich habe einfach nur gekauft. Da ist der Würfel und hier haben wir dann so einen Beutel mit bei. Da muss man den Würfel hier rausholen. So, haben wir hier so einen Beutel für unterwegs. Da können wir den dann reinmachen. So. Zack.
für das Auto zum Beispiel und dann irgendwo eine Seite im Fach rennen, dann fliegt der nicht rum, wird nicht dreckig und so. Und der ist wirklich sehr leicht einzustellen. Also man hat hier keine Probleme, irgendwo was einzustellen. Teilweise manchmal vielleicht ein bisschen zu leicht. Mein alter war ein bisschen schwerer, aber vielleicht ist es nur die Umgewöhnung, weil der ist hier echt butterweich. Den kann ich mit dem Finger oder so, ja, mit dem kleinen Finger. Kann ich den steuern. Den habe ich jetzt extra nochmal hier für das Video in den Karton drin gemacht. Weil seit ich den habe, habe ich nur einmal damit spielen können. Und danach hat meine Tochter sich eingekreist. Aber das ist gut, weil ich habe es auch damals gehabt zum Spielen. Fördert die Konzentration. Und dann habe ich hier noch eine Tasse gekauft. Was habe ich dafür bezahlt? $12,99 oder 13 oder 14,99, weiß ich jetzt gar nicht. Also im zweistelligen Bereich war es, also nicht über 20 Euro. Und zwar so eine Herztasse. Und da steht in, boah, scheiße, 14 verschiedenen Sprachen, ich liebe dich drauf. Und innen drin ist rot und ein weiß, einen roten Henkel und die Tasse an sich weiß. Der Druck ist sehr schön. Und mir hat die sehr gefallen, die ist mir gleich ins Auge gestochen und dann habe ich gesagt, die musste holen für meine Frau. Ja, die trinkt gerne ab und zu mal ein Glühweinchen. Und jetzt hat sie schon eine Herztasse, aber die Herztasse fand ich schön. Also das ist so eine etwas bauchige und da ist so ein Herz drauf und die sieht halt etwas schöner aus und da ist nicht nur ein Herz drauf, da steht in 12 oder 24 verschiedenen Sprachen drauf. Ich liebe dich. Ich werde euch den Link mal unten drunter packen. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Das steht in der Beschreibung, steht jedenfalls drinne von der Tasse, mit wie vielen Wörtern da ich liebe dich steht. Das kam heute, das müssen wir gleich noch auspacken. Dann habe ich, wartet mal, dann habe ich das bestellt. Ich mache mal das zuerst, weil darauf, nee, das habe ich bestellt. Das ist ein Strandtuch mit Tasche. Weil mein altes Auto wurde geklaut und meine Campingdecke sozusagen, die unten ein Thermo ist, die ich auch am Strand hatte, die ist logischerweise mitgeklaut, weil sie im Auto war. Und da habe ich das gesehen bei Amazon. Auch 12,99 glaube ich. Ich scheiße, ich habe die Preise nicht im Kopf. Und da stand halt Strandtuch. Das ist auch ziemlich groß. Ist auch Mikrofaser, sieht etwas dünn aus, aber wenn man drückt, also braucht da keine Angst haben, geht nicht kaputt. Und wo ich das gekauft habe, wartet mal, ich muss das erstmal wieder wegpacken hier, ach Mensch. Also das habe ich eigentlich auch nur geholt, weil Strandtuch brauche ich für mich und meine Tochter für den Sommer. Weil wenn wir mal schnell überlegen, Bahn zu fahren und so, das ist eins, was ich dann im Auto liegen lassen kann. Beziehungsweise ich habe hinten so einen kleinen Korb im Auto. Und da sind so Sachen drin, die man mal immer gebrauchen könnte. Eine Decke, wenn ein Auto repariert werden muss, dass man sich da hinlegen kann. Oder auch für eine Decke für drinne, wenn man liegen bleibt mit Auto irgendwo, Batterie kaputt und man muss ja irgendwie sich wärmen. Da ist für gesorgt und dann halt, wenn ich die Videos gemacht habe, hier dieses Starthilfe-Ding kommt dann darin ins Auto und sowas alles. Und da kommt dann auch dieses Strandtuch, dass wenn ich dann überraschend mal Bahn fahre oder so, immer ein Strandtuch bei habe. Man muss ja für alle gewappnet sein. So. Und jedenfalls, wo ich das gekauft habe, wurde unten angezeigt, jemand hat das auch gekauft, hat das gekauft und dann hat er noch das gekauft und da habe ich dann noch das gekauft. Das ist eine Trinkflasche. Diesmal eine feste Trinkflasche, aber mir hat das Prinzip von dieser Trinkflasche gefallen. Ja,
Weil bei der anderen, die ich euch vorgestellt hatte, schon mal in einem der früheren Videos, also voriges Jahr, die so aus Silikon ist, da ist dieser Nippel zum Aufmachen, der ist vorne schon abgebrochen. Der ist bis zu diesem Loch abgebrochen, also hält gerade noch so, aber auch nicht mehr lange. Und ist mir halt diese hier ins Auge gestochen. Die haben sie in durchsichtig schwarz und durchsichtig blau. Meine Tochter mag blau, also deswegen hat blau. Die hat auch hier hinten zum Festhalten. Hier ist dann so gummiert. Und dann hat sie hier oben, das sieht man jetzt kaum, kann man nichts machen, haha. Hier einfach den Metallbügel runter und zack, geht sie auf. Da haben wir hier oben auch so ein, seht ihr das? So ein Silikon. Ja. Kann man auch rausmachen zum sauber machen. So. Das dichte praktisch das Ding hier oben komplett schön ab. Dass auch wirklich da oben nichts rauskommt. Finde ich toll. Aber das Beste daran ist, so, jetzt habe ich mal den Deckel abgeschraubt. So. Jetzt nehmen wir das hier einfach mal raus. Also man könnte jetzt praktisch so auch draus trinken, wenn man das möchte. So. Und dann haben wir hier so ein Ding drin. Das ist für Tee oder wenn man sich Orangenlimonade macht, einfach Orangen drin oder Wasser mit Wasser hier drin und hier irgendeine Frucht oder dass man sich Limonade machen kann. Schön drin. Oder für einen Smoothie oder was weiß ich. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich fand das Prinzip halt toll. Und dann kann man das, man kann es auch ohne nehmen, logischerweise, aber so ist man halt dafür gewappnet. Können Sie denn da auch mal was mitnehmen? So. Dann habe ich mir ein Hemd gekauft. Ich hatte mir schon mal ein Hemd beim Chinesen gekauft, war damit höchst unzufrieden. Wieso geht das jetzt nicht mehr hier auf? Ich war damit höchst unzufrieden, weil die Größe überhaupt nicht gestimmt hat. Mal gucken, dass ich das hier aufkriege. So, jetzt. So, wieder rinklicken hier. Ach egal, kommt sowieso in den Schrank. So. Und ich hatte mir, wie gesagt, schon mal eins geholt, so ein kariertes. Das habe ich mir in einer XL bestellt. Ich habe normalerweise eine M oder eine L. Und das habe ich mir in einer XL bestellt. XL. Ist zu klein. Es ist zu klein. Da stand zwar, da, Achtung, chinesischen Größen, bla bla, man sollte eine Nummer größer kaufen. Und weil ich ja normalerweise eine M habe, habe ich zwei Nummern größer geholt, weil meine Frau gesagt hat, nimm lieber eine XL. Sag ich, echt, meinst du eine XL? Sagt sie, ja, nimm lieber. Und dann war die immer noch zu klein. Diesmal war ich schlauer. Und ich habe mir, die habe ich auch schon anprobiert, habe ich mir eine XXL geholt. Das ist so, der Kragen ist hier so schwarz mit rot. Seht ihr das? Ja. Und innen drin ist so kariert und die Knopflöcher sind rot umrandet und hier, wo die Knöpfe sind, sind schwarz-weiß. Die Qualität ist, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber scheint okay zu sein. Ist nicht zu dünn, ist nicht zu dick. Ja, mal werde ich gucken, wie jetzt die nächste Zeit aussieht, wenn ich sie waschen habe, wie dann ist. Aber momentan scheint es erstmal okay zu sein. Ach, jetzt habe ich das andere vergessen. Moment. So, da bin ich auch zurück. Ich muss noch schnell was holen. Ich habe noch eins vergessen. Ach, hier ist auch noch das Schild drin. Ich habe mir bei Spaß kostet wieder was geholt. Beziehungsweise bei Amazon heißen die anders. Den Link mache ich euch drunter. Ich hatte mir ja mal damals ein Odin-T-Shirt geholt, wo ich euch gesagt habe, wo ich das geil fand mit diesem Blau. Ich habe zwei Odin-T-Shirts. Einmal mit Odin Germany oder German Odin, Odin oder was da drauf stand. Die Germany hätten sie weglassen können. Mit diesem Schwarz-Weiß.
Da habe ich auch den passenden Pullover dazu, habe ich mir extra machen lassen. Und bei Spaß kostet haben sie denn den mit, so, ah, da seht ihr das, so blau-weiß auf schwarz, sieht richtig geil aus. Ich werde lieber mit Odin in Valhalla saufen, als mit Jesus im Himmel Wasser zu trinken. Finde ich geil. Da unten die drei Dreiecke, aber in einer anderen, im anderen Look, als was ich tätowiert habe und als was ich sonst immer benutze. Und hinten halt so groß die Raben drauf, die das Christenfisch-Symbol zerpicken. Ja, als Zeichen dafür praktisch nicht, dass man gegen Christen ist oder irgendwas. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich wieder erhebt, dass man zu seinem Glauben steht und sich von den Christen diesmal nicht missionieren lässt und unterbuttern lässt. Dass wir jetzt, ja, in Skandinavien gibt es jetzt bald einen eigenen Tempel dazu. Ja? Also der wird, also haben sie ja damals immer abgestritten, dass es Tempel in meinem Glauben gab. Jetzt ist es wohl erwiesen, dass es Tempel gab. Und in Skandinavien wird der erste Tempel wieder dieses Jahr, glaube ich, sogar eröffnet. Und in Skandinavien ist Asatru jetzt schon eine anerkannte Religion. Die können sich da auch nach unseren Riten beerdigen lassen, was hier in Deutschland leider noch nicht erlaubt ist. So, das haben wir noch. So, das habe ich heute auch erst bekommen, das habe ich auch noch nicht ausgepackt. Die anderen Sachen musste ich immer so zwischendurch mal auspacken, um zu gucken, ob auch das richtig drin ist. Weil ich ja auch für meine Mutter mitbestellt hatte, für meinen Bruder was bestellt hatte. Und das sollte halt nicht in Videoform umgesetzt werden. Und für Nachbarn. So. Ich weiß ja nicht, was habe ich dafür bezahlt? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf, weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es vorerst dann auch erst gekauft. Und zwar für meine Freundin. Meine Freundin fand... Ich habe ja schon mal in einem Video so ein Disco-Licht präsentiert. Das habe ich für mich gekauft. Das steht auch da hinten auf der Schrankwand. Und jetzt hatten sie das nochmal runtergesenkt. Und da habe ich mir nochmal so ein Disco-Licht geholt. So, hier ist auch Anleitung und alles mit bei. Hier ist der Standfuß fürs Disco-Licht. Da kann man da drauf raufschrauben und dann hinstellen. Dann ist hier der Stromkabel für das Disco-Licht und die Fernbedienung fürs Disco-Licht. Und das hat, so, das ist dann praktisch so. Hier unten ist dann die Schraube, da können wir das dann festschrauben. Dann können wir das so hinstellen. Wir können es auch an der Wand machen und dann so festmachen. Und dann kann man das hier irgendwie aus justieren, wo man das hin haben will. So, und dann haben wir hier an der Seite, da kommt der Stromkabel rein. Und hinten haben wir dann den Mode-Knopf. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Und hier ist ein Mic. Also der hat auch ein eingebautes Mikrofon. So wie, also das habe ich noch nicht benutzt, nicht mal bei meinem Disco-Licht, muss ich gestehen. Also 3 ist off, 2 ist Auto. 1 ist Musik. Ja, und wenn du dann auf 1 machst, dann geht es halt durch dieses Mikrofon mit der Musik irgendwie mit. Habe ich noch nicht so richtig testen können. Und hier haben wir den IR-Sender. Und da ist es. Das. Und das habe ich geholt, weil meine Frau das total toll fand. Bei mir. Und das sah halt schön aus. Das habe ich auch Silvester angehabt, wenn ich es denn hier so quer über die Decke mache und dann so blau mit einem leichten Grünstich. Das kann auch so Strokoplicht, so diese Blinken, das ist widerlich, aber diese blau mit diesem leichten Grünstich und dann die Automatik auf ein bisschen schneller als niedrig gemacht, aber nicht zu hoch. Und dann sieht das aus so wie so Wellenlinien, als wenn sich Wellen hier oben an der Decke spiegeln. Richtig geil.
Und dazu der Weihnachtsbaum war noch an und dann die Lavalampe war an, meine Lichterkette war an. Auch das war echt schön. Und das hat meiner Freundin so gefallen. Und da hatten sie das jetzt im Angebot bei Amazon runtergesetzt von, keine Ahnung, auf keine Ahnung. Und da habe ich, ist auch made in China, wieder mal. Und da habe ich jetzt einfach zugegriffen und habe mir das gekauft. Ich glaube 12,99 oder 13,49. Sollte aber eigentlich, glaube ich, 23 oder 25 Euro kosten. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich relativ scheißegal. Ist ja sowieso zum Verschenken. Ich hoffe, meine Frau guckt das jetzt nicht. Das muss sie nämlich nicht wissen. Jedenfalls, das kriegt sie. Das ist für meine Frau, weil da freut die sich. Das fand die schön. Kann sie bei sich im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer und dann auch schön die Decke oder die Wand oder so. Und wenn ich ihr damit eine kleine Freude machen kann, warum nicht? So, dann bin ich mit Odin war shoppen fertig. Das werde ich jetzt noch bearbeiten und dann vielleicht, dass er zum Wochenende online kommt. Die Volo nehme ich mir noch die Tage vor. Aber ich war die Tage echt wenig zu Hause. Also tagsüber zu Hause, wo ich was machen hätte können. Weil einfach viele Termine waren. Zahnarzt, Orthopäde, Augenarzt und hast nicht gesehen. Und mit der Kleinen viel unterwegs gewesen. Und abends hatte ich dann ehrlich gesagt keinen Bock, mich nochmal ranzusetzen und hier Videos zu machen. Da habe ich dann lieber live gestreamt und ein Spiel gezockt und mich schön entspannt dabei. Ja, aber nichtsdestotrotz, das wart jetzt auch soweit. Ich würde mich erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.